Dann herzlich willkommen zur Leyenberger Nachspielzeit nach der Begegnung 1. FC Kaiserslautern gegen die Spielvereinigung aus Unterhaching. 4:0 das Endergebnis und jemand, der dazu gehörig beigetragen hat, ist heute bei uns. Wir freuen uns über den Besuch von Christian Kühlwetter. Danke. Sportlich mal den Haken an die Saison gemacht, heute mit den 3 Punkten. Also nach vorne ging ja schon eine Weile nichts mehr, aber nach unten sind wir jetzt auch durch. Wie erleichtert bist du nach der Begegnung, dass es dann am Ende so gut geklappt hat heute mit dem 4:0? Ja, sehr erleichtert. Vor allem, wir haben jetzt die letzten 2-3 Tage uns echt viel Zeit miteinander verbracht auch. Und und erste Halbzeit war ganz okay, fand ich. Nicht zwingend genug aufs Tor und dann zweite Halbzeit einfach super gespielt, dann durch den Freischuss, durch ein Standardtor, also das ist ja, also heute hat alles dann geklappt und einfach mega glücklich, dass wir heute auch in der Höhe dann gewonnen haben. Bei deinem Tor sagte ich zu Horst Schirms noch, vielleicht fällt da vorne ja mal so eine Gurke ins Netz. Und dann war das aber auch wirklich von der Seite getreten, diesmal von Florian Pick mit der rechten Kerbe. Gefährlicher nach vorne reingebracht, eigentlich genau ideal für so einen Stürmer wie dich, der dann genau in diesen Räumen dann auf die Momente wartet. Ja, ich musste quasi eigentlich nur noch den Schädel hinhalten, weil es war ein super Ball vom Flo und ich war dann auch einfach da und habe das Ding dann einfach eingenetzt. Ja, und dann hat der Flo noch einen nachgelegt. Erzähl mal ein bisschen, wie funktioniert das im Moment zwischen euch, gerade auch diesen jungen Wilden in der Truppe? Ja, ich würde sagen, insgesamt machen wir es im Moment. Wir verstehen uns alle super, nicht nur die jungen Wilden, sondern insgesamt alle. Also und alles, was hier im Verein gerade passiert und so, haben wir uns jetzt nicht anmerken lassen. Und wir haben uns trotzdem positiv aufs Training vorbereitet, auf die Spiele vorbereitet. Und das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Man sagt immer, es ist einfach, aber man liest das ja auch natürlich alles und hört das alles. Und deswegen war es jetzt gut, dass wir heute in so ein positives Zeichen gesetzt haben. Die Saison ist ja jetzt sportlich nicht optimal gelaufen, würde ich jetzt mal festhalten, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Für dich persönlich aber ja schon nicht so übel. Dein Fazit für die Saison, obwohl wir nicht ganz am Ende sind, aber so ein bisschen kann man ja doch schon zurückblicken jetzt. Ja, für mich persönlich natürlich ganz anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe damit gerechnet, wie es auch am Anfang war, dass ich U21 spiele und dann hier oben meine Trainingszeit bekomme und habe dann auch die ersten 5 Spiele in U21 gemacht. Danach dann bei den Profis gegen Jena das Debüt gegeben, direkt Tor gemacht, dann gegen Braunschweig 2 Tore. Ja, schöner kann man sich das nicht vorstellen und man kann ganz zufrieden sein, aber es geht auf jeden Fall noch mehr nächstes Jahr. Noch mehr nächstes Jahr, ganz gute Überleitung. Was muss sich denn ändern, jetzt mal rein sportlich betrachtet, dass es in der nächsten Spielzeit besser läuft, dass man vielleicht doch weiter oben dran bleibt? Mehr Punkte holen. Wie geht das? Wie soll das gelingen? Wenn man sieht, nach dem Winter oder in der Winterpause, wenn wir da allein die Spiele in der 90. Minute plus weglässt, wenn wir da die Punkte holen, dann sind wir auch schon auf dem Aufstiegsplatz und einfach cleverer spielen, noch mehr konstanter spielen und einfach jedes Spiel angehen, als wäre es das Letzte und einfach die Konstantheit ist, glaube ich, das Hauptziel. Da drücken wir euch und dir natürlich persönlich auch alle Daumen, die wir haben. Wie wollt ihr die Saison jetzt zu Ende spielen? Ich meine, das war heute schon mal ein Statement, 4:0 vor den eigenen Fans. Sie sind noch 2 Spiele, vernünftig verabschieden. Wie soll das aussehen? Ja, 2 Siege und dann den Pokal holen. Den Pokal holen, dann gegen Pirmasens und damit ja dann in Pirmasens gegen Worms und dann natürlich die Qualifikation für den DFB-Pokal dann in der neuen Spielzeit haben. Auf jeden Fall, ja. Christian Kühlwetter, vielen herzlichen Dank. Bis dahin. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über dich erfahren und da gibt es das Leyenberger Elber-Quiz und da wünsche ich mir jetzt den Ronald herbei. Kommt zu uns, Ronald. Herzlich willkommen in dieser kleinen, aber feinen Runde. Christian hat sein gerade eben getragenes Trikot mitgebracht. Das könntest du mit nach Hause nehmen bei 11 richtig beantworteten Fragen. Erste Frage: Wie bewertet Christian seine Kochkünste auf einer Skala von 1? Eher schlecht bis 10 super? 3, 6 oder 10? 6.
Ich glaube, ich habe 3 angekreuzt. Ja. Ist es inzwischen, ist es inzwischen eine 6? Hast du gelernt? Bist du geübt? Ja. Nee, also ich... Ja, leider nicht, tut mir leid. Leider nicht. Also, ich gehe lieber essen und... nee, kochen ist nicht so mein Ding, aber so ein Nüdelchen kriege ich schon hin, deswegen eine 3. Also die berühmte Miracoli mit der Tomatensauce aus der Tüte. Gut. Zweite Frage. Welche Ballsportart gefällt Christian nach Fußball am besten? Handball, Basketball oder Football? Handball ist es leider nicht. Es ist American Football. Hast du da irgendwie ein Team oder Super Bowl-Fan? Was guckst du da? Die NFL insgesamt. Wir haben auch mit der Mannschaft so 8 Leute gehabt, wo wir diesen NFL Fantasy Draft gespielt haben und so. Und es begeistert mich einfach. Es macht mega Bock, das zu sehen. Wir kommen zur dritten Frage. Und du darfst dich gerne ein bisschen anstrengen jetzt, Ronald. Wir müssen so langsam mal ein bisschen hier an die Leinberger Geschenkebox ran. Christian schmiert sich morgens am liebsten ein Brötchen mit Wurst, Käse oder Marmelade? Marmelade. Marmelade hat er bestimmt auch ab und zu drauf, aber es ist die Wurst. Ich weiß nicht, ob es einen Extrapreis gibt für 0 richtige Antworten, aber das werden wir dann ja rauskriegen. Welche Wurst liegt dann auf dem Brötchen? Und Fleischwurst, Salami, das halt, ja. Ja. Gar nicht süß morgens oder erst Wurst, dann süß? Hauptsächlich Wurst und wenn mir danach ist, dann auch vielleicht mal ein Marmeladenbrötchen. Aber wie ist das mit der Ernährung? Dürft ihr denn eigentlich futtern, was ihr wollt? Oder gibt es da schon Vorgaben auch vom Trainerteam? Nee, Vorgaben nicht. Auch morgens am Spieltag oder so ist dann auch mal Nutella oder Marmelade dabei. Muss jeder für sich selber wissen. Also es liegt nicht daran, ob du jetzt ein Nutella-Brötchen oder ein Marmeladenbrötchen morgens isst, ob du jetzt ein Tor schießt oder nicht ein Tor schießt. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber bei mir gibt es dann das Fleischwurstbrötchen und das Salamibrötchen und ein bisschen Ei dabei. Heute war die Fleischwurstscheibe besonders dick, denn es hatte geklappt mit der Hütte zum 1-0. Vierte Frage, nächste Chance für den Ronald. Wen aus der Mannschaft könnte sich Christian als Bruder vorstellen? André Hainaut, Lukas Gottwald oder Jan Löhmannsröhm? Wer war der Zweite? Der Zweite war Lukas Gottwald. Ja. Der ist es? Ja. Korrekt. Und damit wandert der erste Preis aus der Produktlinie von Leinberger Low Carb One. Soll ich das machen? Ja, dann mache ich das sehr gerne. In die Tüte und er ist auch erleichtert. Ja, wieso gerade Lukas? Was macht ihn so brudermäßig? Ist er so dein Bro? Oder? Ja, wir sind ja, haben letztes Jahr schon U21 gespielt, haben dann jetzt den Schritt zusammen hier hoch in den Profis geschafft und wir sind jedes Mal auf dem Zimmer, wenn es zum Essen geht, immer nebeneinander. Also wenn sich Steiner zwischen uns sitzt, dann hat der verloren. Also der muss schon zur Seite gehen. Gut, da wird es auch schon dunkel. Ne? Der eine guckt Football, der andere ist als Innenverteidiger natürlich auch eine Kante. Also dann wird es schon eng. Fünftens, welcher Frauenname gefällt Christian am besten? Lotte, Lara oder Leonie? Einer von den Namen ist es. Du hast übrigens auch ein Mikrofon, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Nimm das ruhig. Auf jeden Fall mit L. Lara. Deine Freundin heißt wie? Leonie. Ja. Ah, dann wäre das auch geklärt, warum es sein Lieblingsname ist. Sechste Frage, wenn Christian aus seinem brennenden Haus nur eine Sache retten könnte, was wäre das? A, seine Fußballschuhe, B, sein Fernseher, C, seine Fotobücher. Da muss er selber nochmal nachschauen. Eins war. Fußballschuhe, Fernseher, Fotobücher. Das war ein entscheidender Tipp von Harald Leinberger. Es fängt mit F an. Mit den Schuhen kann er nichts anfangen und im Ball, also würde ich sagen, Fernseher. Fernseher ist korrekt. Warum denn der Fernseher? Die Fußballschuhe stehen nicht bei mir zu Hause, die sind immer hier in der Umkleidekabine. Ja. Ich wusste selbst eigentlich nicht, was ich da ankreuzen soll, weil ja, eigentlich kann man alles neu kaufen, Hauptsache man ist draußen und gute Antwort. Ja, ich habe dann einfach den Fernseher genommen. Zumal die Fotobücher heutzutage ja virtuell geführt werden auf Insta oder auf Facebook. Deine Instagram-Seite, kannst du hier ein bisschen Werbung machen? Der Leinberger Nachspielzeit, bist du auf Insta? Ja, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt voll aktiv bin. Sie gibt, aber... Also wer ihm folgen möchte, ja, der man, gibt mal Christian Kühlwetter bei Instagram ein und dann wird er ihn schon finden.
Siebtens, was war das letzte Konzert, das Christian besucht hat? Bosse, Justin Timberlake oder Ed Sheeran? Ed Sheeran, auch toller Sänger, aber du warst bei Justin Timberlake. Sorry, Roland. Du kommst aber auch total unvorbereitet her, Roland. Das muss man ja auch, kann man doch ein bisschen recherchieren. Eins bekommst du noch? Ja, für von was? Eben, von eben aber bekommen. Den Fernseher, Jörg, nimm dir doch. Steht doch da. Also, Justin Timberlake, wo hast du ihn gesehen? In Köln war der ja auch. Und was fasziniert dich an ihm? Hat gepasst gerade. Die hat jemand eingeladen, du durftest halt mit oder hattest gerade Zeit. Welches Ritual hat Christian bei den Spielen? Und das sind immer ganz interessante Fragen, hatten wir bei jedem Spieler schon, der hier in der Leinberger Nachspielzeit war. A. Er betritt den Platz immer erst mit dem linken Fuß. Er winkt seiner Freundin, Leonie, wie wir wissen, auf der Tribüne zu. Oder C. Er trägt unterschiedlich farbige Schnürsenkel. Der linke Fuß ist es tatsächlich. Woher kommt das und warum machst du das? Ich habe mich ja letztes Jahr schwer verletzt mit dem Wadenbeinbruch und dann seitdem habe ich immer mit dem linken drauf und seitdem ist nichts Schlimmeres mehr passiert und das mache ich jetzt auch immer und hat ja auch gut geklappt in letzter Zeit. Ja, toi toi toi, dass das so bleibt. Verletzungsfrei wäre uns als Fans natürlich auch am liebsten. Und wir kommen zur neunten Frage. Wer ist denn Christians sportliches Vorbild? A. Philipp Lahm, B. Bastian Schweinsteiger oder C. Lukas Podolski? Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger ist korrekt. Warum? Sympathischer Typ. Ich habe, seit er groß geworden ist beim FC Bayern, habe ich alles verfolgt, Trikots gehabt in der Nationalmannschaft von ihm. Und ja, also wenn man das WM-Finale allein sieht, wie er sich da reinhaut, und dann gibt es da eigentlich keine Frage zu. Korrekt. Super Typ, Bastian Schweinsteiger. Von daher können wir das gerne unterstreichen. Zehnte Frage. Welchen Spitznamen hat Christian in der Mannschaft? Küli, Chrissy oder Külle? Zuerst die ja, Küli ist richtig. Du darfst dir wieder das was nehmen. Da muss man auch nicht nachfragen. Ich glaube, das ergibt sich ja selbst. Aber die elfte Frage vielleicht schon. Denn was schaut Christian am liebsten im Kino? Sind das Schnulzen? Oder Horrorfilme oder Actionfilme. Was meinst du? Action. Und auch das ist richtig. Ronald, du hast deine eigene Ehre noch gerettet. Elfte Frage auch. Ja. Korrekt beantwortet. Actionfilme, in welche Richtung? So Transporter oder jetzt wie Avengers? Oder was guckst du da am liebsten? Eigentlich alles gerne, aber Avengers bin ich auf jeden Fall auch immer dabei. Und habe mir die über 3 Stunden schon reingezogen im Kino. Und doch, macht richtig Spaß. Besonders dann, wenn man mit den Jungs einfach mal abschalten kann vom Training und einfach mal ins Kino gehen. Ronald, für dich jetzt die Chance, mal ihm eine Frage zu stellen, die er beantworten muss, damit wir das mal umdrehen. Dein Mikro und hier ist dein Spieler. Hast du einen Mentalcoach? Nein, habe ich nicht. Nee. Arbeitet ihr mit Mentaltrainings in irgendeiner Form im Team? Eine Vorbereitung auf wichtige Spiele oder gerade jetzt in so Phasen wie im Moment? Nee, haben wir jetzt nicht trainiert. Man redet zwar mit, klar, man kann dann auch über, mit Spielern drüber reden, Flutig zum Beispiel oder Wolle Hese, die viele schon erlebt haben. Und ich glaube, es gibt sogar 2-3 Spieler, die in der Mannschaft einen Mentalcoach haben. Und es ist auch brutal wichtig, einen zu haben, wenn man Probleme damit hat. Und deswegen spricht da nichts gegen, aber ich brauche im Moment keinen. Wir nehmen deine Siegermentalität so, wie sie ist, bedanken uns für deinen Besuch. Christian Kühlwetter. Dankeschön. Heute in der Leinberger Nachspielzeit. Dankeschön auch an den Ronald. Der hat sich hier einigermaßen gut bedient aus der Schüssel. Das Trikot wandert in eine der Aktionen von Leinberger und Fans. Guckt mal rein, bei Facebook findet ihr die Seite für die Fans des 1. FC Kaiserslautern natürlich auch. Und da werden wir dann auch bekannt geben, wie es dieses und auch die anderen Trikots möglicherweise für euch zu ersteigern, zu gewinnen oder abzugreifen gibt. Vielen Dank, schönes Wochenende noch. Mit 3 Punkten fühlt sich doch der Samstag gleich viel besser an. Danke.